Ja, hallo liebe Freunde und willkommen wieder zurück zu Hollywood Pictures. Ich save nochmal. So, und wir wollen ja hier die Bounty langsam rausholen. Wie ich gerade so im Finanzbusiness mitgekriegt habe, das könnten wir ja nochmal aufrufen, läuft die Bounty überhaupt nicht so prickelnd. Die Zeit der Wölfe läuft gut, die Bounty läuft überhaupt nicht gut, Class läuft halbwegs gut. Aber Bounty läuft einfach absolut überhaupt nicht mehr. Ich bin nur überlegen, musste ich die wieder zurück zum Filmverleih geben oder wie lief das ab? Da muss ich auch nochmal gucken. So, erstmal wollen wir mal gucken, dass wir vielleicht mal einen Film kriegen. Cujo. Also wenn jemand Cujo kennt, bitte mal schreiben in die Kommentare. Ist ein geiler Film. Ist auch sehr alt. Darkman genauso. Der Exorzist, Tanz der Vampire, Arachnophobia, Kabal, Die Brut der Nacht. Ah, den kenne ich auch, ja. Also ich kenne viele von diesen alten Schinkenfilmen. Alien, den können wir aber definitiv nicht in diesen dritten Kino bringen. Das ist sogar ein Kino 2-Hit. Ja? Vielleicht wäre sogar Cujo oder Darkman einer von diesen beiden. Die kosten nicht viel Geld. Und die wären eine ganz geile Idee so für den Abendspätprogramm. Die würden auch ein bisschen Geld reinbringen. Oder nehmen wir uns... Was haben wir denn da? Oder vielleicht ein Science-Fiction, was gibt's denn da? Total Recall. Superman. Superman 2. Oh, Star. Der wird uns gar nichts bringen. Star Trek, Running Man, Robocop. Predator 2. Krieg der Sterne. Den lassen wir definitiv noch raus. Wir senden mal Robocop. So, wir leihen uns hier mal Robocop aus. Und wir hatten doch einen Film dabei gehabt. Muss mal gucken, wie ich die Filme wieder loswerde. Geliehen. 6 Filme. Wie komme ich denn da auf die Geliehenen rauf? Filme 28, geliehen habe ich 6. Da muss ich mal gucken, wie ich da nochmal raufkomme, damit ich die geliehenen Filme wieder rausschmeißen kann. So, und wir schmeißen definitiv jetzt die Bounty aus unserem Sendeplan mal raus. Und senden dafür Robocop. An dem bringen wir auch erstmal 8 Wochen. Können wir erstmal reinschmeißen. So, und das war... Kalt wie Eis ist drinne. Die Bounty. Wie werden wir denn wieder los? So, Robocop kann auch ruhig jeden Zeit laufen. Das ist in Ordnung. Robocop könnte eigentlich sogar später dann immer einen höher wechseln. So, ich will mal im Filmverleih, ich will mal gucken, wie kriege ich denn meine geliehenen Filme wieder weg? So, meine geliehenen Filme, wie bekomme ich die wieder weg? Kalt wie Eis. Den habe ich ja schon geliehen, den brauche ich nicht nochmal leihen. Oder gehen die automatisch dann immer weg, wenn ich sie geliehen habe? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Auf alle Fälle gucken wir auch mal auf Robocop. Der lief schon gar nicht mal so schlecht an. Da müsste normalerweise mit Zeit der Wölfe tauschen. Normalerweise müsste der mit Zeit der Wölfe tauschen. Wartet mal, ich werde das ganz kurz im Kinoprogramm mal umändern. So, wir planen mal eben ganz kurz Zeit der Wölfe und Robocop raus. Robocop kommt... Nein. Robocop kommt hier mit rein. So, läuft hier erstmal, wie gesagt, 8 Wochen. Und, die Zeit der Wölfe kommt hier rein und bleibt noch 4 Wochen drin. So. Die können sich ruhig mal abwechseln. Ich glaube, Robocop wird hier oben viel mehr Geld einbringen als Zeit der Wölfe da unten. So, jetzt muss ich aber echt mal nachdenken. Wie werde ich denn meine Box Office... Aha, Ich muss mal gucken, wie ich auf alle Fälle meine Dingses loswerde. Meine Filme nochmal. Filmagentur selber. Ich glaube, da kann ich mir... Ach ja, da können wir anfangen, eigene Filme selber zu drehen. Da kostet aber ein bisschen Geld. Und zwar ganz schön Geld. Ja, also ich glaube, da müssen wir zuerst wirklich Filmstudio, Spezialeffekte, Requisitenkino. Also bei der Filmagentur könnten wir wirklich anfangen an eigenen Filmen. Und manchmal sind unsere eigenen Filme dann auch richtig geil. Es kommt halt immer ganz drauf an, wie die Leute so drauf sind. Der hier zum Beispiel ist ein ziemlicher Abrams. Der ist zum Beispiel ziemlich gut für die Unterhaltung. Er hat ein Spezialgebiet Action. Also je nachdem, was wir hier halt reinsetzen wollen. Hier waren wir noch mit Komödien. Der ist zum Beispiel ziemlich scheiße. Der hier ist ganz gut, verlangt aber auch... Was verlangt denn der? Weiß ich gar nicht, was er verlangt. Dann können wir hier noch Schauspieler, glaube ich, noch rausholen, ne? Dann das hier. Zivile Bürger. Ach du meine Güte.
Aber wir brauchen dafür auch erstmal ein Drehbuch, oder? Filmstudios? Ich guck mal da rein. Ja, genau. Da müssen wir nämlich erstmal ein Drehbuch auswählen, Film auswählen, Drehbuch. Dann die ganze Scheiße einsehen und dann Dreh starten. Also da brauchen wir erstmal auch ein Drehbuch für. Und da muss man erstmal alles zusammenschreiben. Und ich weiß nicht, das ist immer vielleicht noch ein bisschen zu früh anzufangen, oder? Da will ich lieber erstmal gucken, wie die ganzen Filme allgemein so laufen. Können wir da sogar noch einen höher auf 10 und hier auf 9 und hier auf 6? 6, 6? Dann machen wir hier mal 7. Oder 8? 7, 6. So machen wir das jetzt. 8, 7, 6. Mal gucken, ob sich dann die Filmindustrie weiterhin noch den goldenen Hammel hier abschneiden wird. Mal sehen, ob das so ganz gut funktioniert. Ich bin ja mal gespannt. So, Kalt wie Eis geht weiter runter und dieser Fahrradist ist doch noch Platz 2. Das ist geil. Hemmungslos kam neu rein. So. Da muss ich mir nämlich auch mal gucken jetzt nochmal. Genau, wie war das jetzt? Also, ich habe zwei Sachen. Erstmal, würde ich gerne einen neuen Film erstmal selber aufstellen. Ich weiß aber noch nicht, ob es zu früh ist. So, wie gehen wir denn unsere geliehenen Filme wieder zurück oder gehen die automatisch? Geliehen. Wir haben uns hier ausgeliehen. Werners. Batman haben wir uns nicht ausgeliehen. Ach, Kinder gibt es ja auch noch. Ach, das ist Bambi. Wenn wir auch mal so einen kleinen Kindertag. Ich weiß es noch nicht. So, Info. Wie kriegen wir denn die Geliehenen heraus? Ach, da gibt es sogar noch viel mehr. Guckt euch das mal an, wie viel es hier gibt. Also, ich war noch nicht mal auf die eigentlichen Sachen drauf gewesen. Ach du Scheiße, hier gibt es ja echt noch. 31 Filme gibt es da. Junge, 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 da können wir aber ordentlich was... Oh Gottchen. Das ist ein Genre und hier gibt es neue, sind 12 Filme. Da können wir dann eben halt unter 12 Filme was aussuchen. Genauso könnten wir jetzt auch sagen, Highspeed war der neue, der rauskam, ne? Nein, Geräuschlos war das gewesen. Geräuschlos ist im Moment der neue Film. Wenn wir sagen, den wollen wir allein, dann nehmen wir den mit rein. Der ist sogar gar nicht mal so schlecht, aber... Ich glaube, der wird den Fanatisten... Er ist nicht schlecht, von der Bewertung her wirklich nicht schlecht. Wenn wir natürlich als erstes bringen, haben wir natürlich ordentlich Geld dafür. Na, gucken wir mal nach. Schauen wir mal, so. Wie lange laufen die noch? Wir planen mal ganz kurz durch. Ich glaube, die fallen dann auch, wenn sie dann aus dem Wochentakt herausfallen, fallen die automatisch auch raus, oder nicht? So, wir haben jetzt noch die Bounty. Können wir den irgendwie wieder rauslagen? Ich habe keine Ahnung. Wir müssen mal gucken. Oder wir fangen an, mal selber noch einen Film zu drehen. Da bin ich auch noch so ganz... Weiß nicht, ich habe irgendwie Lust drauf. Also der läuft. Das läuft ja auch mit dem Kapital. Da brauche ich mir gar keine Sorgen zu machen. Nein, doch nicht ganz. Ich bin gerade abgesunken. Also vielleicht doch ein bisschen zu hoch gestellt. 10. Machen wir mal 9, 8, 7, 6, 5. Machen wir so um den Dreh rum. Vielleicht läuft es jetzt ja ein bisschen besser. Robocop auf alle Fälle hier, die ganzen Dinge alle ausverkauft. Sehr schön. Das heißt, ausverkauft ist aber auch nicht immer gut. Aber ne, 7.000, vorher 13.000. Wie viel sind das jetzt an Einnahmen? Klappt es gut? Ja, es klappt besser. Lassen wir das mal so laufen. So. Filmstudio. Wie machen wir denn das? Schreiben erstmal ein Drehbuch. Wie nennen wir den Film denn mal? Wir machen das einfach mal. Wir machen mal einen Film. So. Wir nennen den Film die Trolle. So. Wenn ihr Filmnamen habt und unbedingt auch mal gerne hier rein sollt, immer Filmname unten in die Kommentare reinschreiben. Hätte ich unheimlich Bock drauf. Macht mal bitte. Wenn ihr gute Ideen habt für Filme. So, was wird das werden? Das ist jetzt ein... Ha, ja. Drehbuch. Ach du Scheiße. Trolle. Alien. Bekämpft. Dünne Alien bekämpft böse Anwältin. Ist doch praktisch, oder? Hättet ihr doch auch genauso genannt. Gibt's doch offen zu.
So. Ah, Dünnes. Alien bekämpft böse Anwältin. Das hört sich doch schon mal geil an. Das ist doch definitiv ein Schlagwert. So wie... Ist das jetzt gut? Selbst verfasst. Ja! Ich hab's selbst. Dünnes Alien bekämpft böse Anwältin. Das ist ein Abenteuer, ein Action, eine Biografie, eine Dokumentation, Erotik, Familienfilm, ein Fantasyfilm, Steinzeit, Hellenismus, Mittelalter, Piraten, Wild, 19, Gegenwart, Zukunft definitiv. Er hat ein bisschen Spannung, ist ja immer ein Fantasyfilm. Gewalt ist gar nicht großartig dabei. Bisschen Action kommt noch mit dabei. Trauer. Ja, ganz wenig. Freude ist viel dabei. Es geht auch etwas um Liebe natürlich. Spaß, naja, nicht so viel. Erotik ist gar nicht groß, vielleicht ganz leicht. Der Anspruch ist definitiv dabei und die Dynamik ist auch dabei. Ein bisschen Action, ein bisschen Spannung. Ja, so ein Mitteldreh-Action-Spannung-Ding, würde ich sagen, ist das eher mehr. Vielleicht... Tick mehr Gewalt kann auch manchmal drin sein. Ein bisschen mehr Liebe, ja, das sieht ganz gut aus. Wo machen wir den Drehort denn? Wo mache ich denn den Drehort? Achso, oh, cool. Wir können aussuchen, wo wir den Drehort machen wollen. Im Dschungel. Ach, kostet ja alles gar nicht viel. Auf dem Mond, ja klar, wir drehen auf dem Mond. Wollt ihr mich alle verarschen oder was? In Afrika. Können wir auch eine Kulisse nehmen? Die wird wahrscheinlich billiger sein. Ich möchte gerne eine Kulisse. Oh nein. Was ist denn billig? Was ist denn richtig billig mal? Data, Future. Das ist billig, das nehmen wir. Westen. Gegenwart. Ich möchte irgendwas Billiges haben. Das sieht schön aus, das ist billig. Kostet mich ja jetzt der Film. Drehort Future. Steppe. Kann ich den Drehort rausmachen und nur die Kulisse reinmachen, bitte? Muss ich denn einen Drehort drin haben? Ich will die Steppe nicht haben. Ja, klar, ich drehe auf dem Mond. Nein, ich möchte auf dem Mond nicht drehen. Auch muss ich das alles selber noch einstellen. Wasserfall, Wüste, weh, der Film wird nichts. Der wird sowieso nichts, ey. Ich gebe gar Geld für den Arsch aus, ey. So. Kostüme. Ach, wie schön. Wir können auch noch Kostüme einstellen. Filmcrew. Kosten. Drehtage. Kostüme. Ach Gott. Ich nehme jetzt der Troll. So. Was will er jetzt sehen? So, sie müssen Filmproduktion benötigen, sie als Minimalcrew. Ein Regisseur, ein Hauptdarsteller, ein Kamerateam. So müssen wir die vorher auch noch holen in der Filmagentur. Und wir müssen bestimmt auch noch Requisiten holen, passt auf. Na, da könnten wir nämlich Requisiten kaufen und das selbst für uns alles fertig machen. Also wenn wir jetzt Zukunft sagen, wir holen Requisiten für die Zukunft. Ach, wie geil. Gebühren pro Drehtag. Ich krieg die Krise, ey. Ist das geil. Ja, stimmt, ich habe ganz vergessen, wie geil man eigentlich so einen ganzen Scheiß zusammensetzen kann. Ja. Dafür muss ich aber immer den ganzen Scheiß immer zusammenbasteln. Das frisst ganz schön Kohle, denke ich mir mal. So, zeig mal her, wen nehmen wir denn mal als Regisseur? Ich brauche ja einen, der jetzt Science Fiction kann. Der super, super Kerl in Science Fiction ist. Drama, Komödie, komm, Satire, Action. Ich will einen mit Science Fiction. Ich brauche hier keinen. Er ist ein Multitalent. Was will er denn haben, das Multitalent? Was ist denn das? Regisseur, ne? Der ist auch ein Multitalent. Brutal, Spannung. Komm, was möchte der denn haben? Ich glaube, wir lassen das erstmal.
Ich glaube, meine finanziellen Mittel werden erstmal die ganze Zeit lang nicht reinreichen. Ich glaube, wir sollten erstmal anfangen, uns doch erstmal auf die Sache zu konzentrieren, unsere Filme weitestgehend in die richtige Richtung reinzufeuern. Ich denke mal, wir werden sehr viel Geld erstmal brauchen, um erstmal überhaupt so einen Kinosaal erstmal aufzustellen. So, das waren jetzt auch nicht mehr so viel. Aber kalt wie Eis und alles. Ah, das Geld läuft. Also ich brauche mir darum eigentlich gar keine Gedanken zu machen. So, wir können eigentlich auch schon anfangen. Ich weiß nicht, warum bezahle ich eigentlich für die Scheiße noch Geld? Warum kann ich die nicht rausschmeißen, Bounty? Müssen die wirklich ablaufen? Die Zeit, die Planung ablaufen, bevor die erst richtig rausgehen? Ich glaube, ja. Ich glaube, die müssen erst richtig ablaufen, bevor die rausgehen. So, dann werde ich das mir nicht so machen. Ich werde mir nicht nochmal zum Filmverleih gehen. Mir nochmal einen neuen raussuchen. Ich glaube, geräuschlos wird gar nicht mal so schlecht werden. So, geräuschlos leihen wir uns aus. Und da dieser Film gerade ganz neu in die Kinos reinkommt, wir rotzen erstmal hier runter. Und ich werde Class nur noch eine Woche laufen lassen. So, geräuschlos ins Kino 1 für 8 Wochen reinbringen. Kalt wie... Nee, der Fantasist ins Kino 2 für 6 Wochen noch. Kalt wie Eis ins Kino 3 für 5 Wochen noch. Und den bringe ich auch nochmal rein hier für 2 Wochen noch. So, und dann gucken wir mal nach, ob die Filme dann automatisch rausknallen oder nicht. Das sehen wir gleich. So, der alle ausverkauft, das ist natürlich was mir... besonders gut gefällt, weil ich dann wieder ein bisschen die Preise hochjagen darf. Wenn die denn schon ausverkauft sind, darf ich aber wenigstens mal ein bisschen die Preise hochjagen, ne? So, wir machen ein sehr gutes Rennen damit im Moment. Wir gucken mal weiter rein. Ich habe ja gesagt, Class, der läuft ja jetzt bald aus. Der müsste auch bald auslaufen. Ich will nur wissen, ob der dann automatisch, wenn der nach der Woche rum ist, dann automatisch wieder weg ist. Das würde mich jetzt gerne mal wirklich interessieren, ob der wirklich abläuft, dann kann man irgendwie auch vorstellen. So, da muss man nämlich alles mal so ein bisschen Kalkulation. Ach, meine Kalkulation, die ich aufgestellt habe. Da fress mich ja schon allein die Requisiten und alles auf. Ach du Scheiße. Der wird mich ja richtig wegoffen. So, wir gucken hier nochmal rein. All-Time-Chart, Jurassic Park da noch drin, ist das geil. Und dann können wir halt mit unseren eigenen Filmen hier richtig auftrumpfen. Aber wie das weitergeht, sehen wir dann hier beim nächsten Mal hier bei Hollywood Pictures. Also bis denn.